Gleich bespreche ich mit Sean und Alexa meine Pläne für ihre Renovierung. Das junge Paar hat bei der Hochzeit gespart und ihr Geld lieber in ein Eigenheim investiert. In unserer Preisklasse sehen alle Objekte ähnlich aus, vor allem in diesem Viertel. Unser Haus ist ziemlich in die Jahre gekommen. Die Teppiche, das Laminat, die Schränke. Ist so gar nicht unser Stil. Das Gute ist, wir können es jetzt nach Lust und Laune gestalten. Hi guys! Hey, how's it going? Oh my gosh! Ich habe euch so viel zu erzählen. Bin gespannt. Wollt ihr es hören? Unser Budget beträgt $60,000. Wir stecken all unsere Ersparnisse in das Haus. Woran habt ihr bei der Besichtigung gedacht? An das Potenzial. Es hat den gleichen Grundriss wie die anderen Häuser hier. Alles Schema F. Euer Haus ist so unauffällig, dass es in der Straße total untergeht. Wir haben darüber gesprochen, wie wir ihm Charakter verleihen können. Das Garagentor bekommt einen Anstrich, der wie schön gealtertes Holz aussieht. Wir peppen die Pfosten auf, streichen das Haus in einer coolen Farbe und setzen eine moderne Tür ein. Dann bauen wir neue Fenster ein, um einen cleaneren Look zu erzielen. Genial. Einer der größten Gärten hier. Was macht ihr damit? Nichts, nur mähen. Ihr braucht eine Sitzecke. Deshalb kommt der Rasen weg und wir legen einen Garten an. Hierhin kommt eine Terrasse. Toll. Gehen wir rein. Wir wollten sofort renovieren. Deshalb haben wir noch nicht alle unsere Sachen hier. Das Haus ist sehr groß. Deshalb will ich den Raum definieren. Alle Häuser in der Umgebung haben den gleichen Grundriss mit großem Wohnzimmer und kleiner Küche. Diese Wand kommt weg. So entsteht ein großer, offener Bereich, der zwei Aufgaben erfüllt. An diese Wand kommt der Fernseher. Das hier wird euer Familienzimmer. Super! Das Esszimmer kommt daneben. Und wir haben noch diesen Raum. Da wir keine Kinder haben, hätten wir Platz für einen coolen Lounge-Bereich. Ich dachte an eine Kneipenatmosphäre. An leckere Cocktails, lange Nächte, schummriges Licht. Das gibt es alles da drin. Klingt toll. Genau dein Ding. Die Arbeitsflächen passen nicht zu den Schränken. Und den Böden. Scheußlich. Vermutlich Sonderangebote. Viele Häuser haben solche Küchen. Vor 15 Jahren war diese Farbe total in. Ich verschließe diesen Durchgang. So gewinnen wir mehr Platz für Schränke, Arbeitsflächen, brandneue Geräte und eine schöne große Kücheninsel mit Stühlen. Perfekt für Gäste. Klasse. Statt traditioneller Hängeschränke bringe ich Border an. Klingt nach unserer Traumküche. Nehmt eure vier Kisten und verschwindet. Gerne. Kann man zu viele Pflanzen haben? Nein. Das Haus war absolute Massenware. Total 0815. Jetzt hat es viele ganz besondere Elemente. Es ist eindeutig das Haus von Sean und Alexa. Wow, dude. Oh my God. I don't even recognize it. Ich erkenne es kaum wieder. Wow! Oh my gosh! Hi, wow! Oh my gosh! Looks so awesome. Fabelhaft. Ich muss weinen. I can't believe it. Unglaublich. The flagpole. Ein Fahnenmast. Mir war gleich klar, dass hier einer hin muss. Oh my gosh. I love the white. Die weißen Akzente passen super zum Blau und der orangen Tür. Und das Garagentor ist der Hit.
Es sollte unverwechselbar werden. Das ist es. Das alte Haus war total unauffällig und langweilig. Jetzt ist es ein Hingucker. Absolut. Oh my gosh, this is like picture. Das ist bildschön. Die Pflanzen sehen so hübsch aus. This is called pea gravel. Spezieller Kies. Hier könnt ihr es euch gemütlich machen. I can't wait to show people this house. Ich will unser Schmuckstück allen zeigen. Unglaublich. Gehen wir rein? Yes. Let's do it. Yeah. Oh my god. What? Oh my god. Oh my gosh. Ist das toll? So viele Bereiche. I know. Alles ist super gegliedert. Der Boden. Unter dem Teppich war Parkett, nur leider nicht unter dem Küchenfußboden. Deshalb haben wir dort passende Bohlen verlegt. Man sieht keinen Übergang. Bildschön. Hier war eine Wand. Große Küche. Sie war mini. So offen, wie wir es wollten. Oh my gosh, what are these? Was ist das? Griffe aus Leder. Oh my gosh. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der Kühlschrank ist der Hammer. Die Regale sind toll. Die coolsten, die ich je gesehen habe. Ich wollte ein paar besondere Elemente. Der Vintage-Kühlschrank passt zu euch und die Regale auch. Und hier verbirgt sich eure Spülmaschine. What? Darauf käme man nie. Alles ganz clean. An der maßgefertigten Kücheninsel können Gäste sitzen. Die Arbeitsflächen aus Quarz sind unzerstörbar. Die kriegt ihr nicht kaputt. Meine eigenen sind leider aus Marmor. Ein Hundebett. Solche habe ich auch für meine Hunde gebaut. Da hat eure Kate jetzt ihren eigenen Platz. Wie für eine Prinzessin. Der Raum ist unfassbar toll. Euer schönes Wohnzimmer geht direkt in die Küche über. Und hier habt ihr ein Esszimmer mit einem großen Tisch. Perfekt, um Gäste einzuladen. Seht ihr das coole Regal? Wenn ihr an dem geheimen Buch zieht... What? No way! Oh my god! Ist das krass? Absolut irre. Oh my god. Geht rein. Wow. So eine Überraschung. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Willkommen in eurer geheimen Bar. Mixt euch Cocktails. Goldene Tapete. Genial. Passt gut zum Grün. Alles, was wir wollten. Nur noch besser. Schön, dass es euch gefällt. Darauf sollten wir anstoßen. Let's do it.